Und willkommen zurück. Da bin ich wieder. Ich habe meinen Vogel auch mitgebracht. Revan? Ich rede über diesen Vogel. Tada! Und ja, du habe ich auch wieder mit dabei. Ja. So, Vogel ist weg. Lyra ist immer noch da. Gut gerettet, Schatz. Sneak Attack. Oder auch nicht. Ich glaube, du musst ein Speer zu einer Priesterin und Felle zu einem Käufer bringen. Achso, und einen Fertigkeitenpunkt habe ich auch. Nein, da komme ich nicht in meine Fertigkeiten. Hier komme ich in die Fertigkeiten. Quests. Oh, Inventar. Der sieht schlechter aus als unsere. Ist aber 10 Punkte besser. Können wir aber eh erst in einem Level ausrüsten. Kaffee, du darfst vorlesen. Kefalenia, hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könne man am tiefsten tauchen, doch es gibt einen See an der Küste der Koliadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Da warst du doch schon. Das war doch das mit dem... Weißt du? Ja, aber wir sollen ja... Koliadai. Das ist ja noch woanders, würde ich jetzt mal sagen. Ah. Du meinst also, überall gibt es diese Seen mit, Tiefen. Ganz tiefen, tiefen. Mit Untiefen? Mhm. Ah. Das mit dem Steuern finde ich auch relativ cool. Aber ich glaube, ich hole mir erstmal das. Ja. Weil das mit den Geheimnissen ist cool, aber das ist halt besser. Deshalb hast du dir das mit den Geheimnissen zuerst geholt, möchtest du sagen? Ja, weil ich wusste, das brauche ich nicht bei. Hast du gerade einen Vogel weggeworfen? Ja, so ähnlich. Da ist die Quest mit dem Holz. Da ist die mit dem Speer. War nicht mehr so rennen. Oder wir reden. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Es ist unsere Heimat. Als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Cassandra, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. So, dann noch zum Schmied bringen. Ich bin mir nicht an. Also, ja, Schmied. Ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Io soy Petius.
Hier, du kannst einen hübschen Bogen tragen. Warum hatte sie dir deinen nochmal reparieren müssen und warum hast du das als Bezahlung akzeptiert? Psst. Also, entweder zielsuchende Pfeile oder das hier. Steht da nicht erfordert Stufe 5? Ja, stimmt. 24 Aussichtspunkte. Die kann ich... Naja, dann der Jägerpfeil. Welche Quest als nächstes? Die mit dem Holz, oder? Ja. Halt, das ist die hier. Oh, die ist aber nicht so weit weg. Achso, nee, ich soll nochmal mit ihr reden, oder wie? Scheinbar. Also entweder hast du die schon gekillt, oder du hast vergessen, was mit ihr zu bereden. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammte... Was für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Hol das Holz. Na los. Falsche Taste? Nein, ich versuche immer noch, wie das geht mit diesem... Weil da drücke E, um zur Kartenmarkierung zu gehen. Ella! Hä? Kartenmarkierung. Da hinten habe ich was irgendwas markiert. Das nimmt nicht die... Hier kann ich zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen.
Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Du rennst auf deinen Kopfgeldjäger zu. Ich glaube, du solltest nicht diese Richtung einschlagen. Ich bin auch jetzt schon Level 4. Ja, gut, dann töte den Level 5er. Und brech dir die Nase. Speicher vorher. Ich dachte, ich sag's dir. Kein Vertrauen hat die Frau. Also, wir werden jetzt in dieser Folge nochmal ganz schnell den Kopfgeld-Fuzzi killen. Ich zücke schon mal meinen Stift für die Strichliste. Wie ich sagte, kein Vertrauen. Ich habe jede Menge Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten. Ich weiß genau, was er kann. Kabel ist. Level 5. Level 5 also. Na, du hättest es fast geschafft. Ich glaube, du hättest nur vielleicht eine andere Waffe haben müssen oder so. Um ihn auch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Damit nicht nur du da rumstolperst. Typ mir jetzt? Ja. Wie stecke ich jetzt meine Nahkampfwaffe? Er lässt sich nicht so wirklich beeindrucken. Was für dich? Besser abgelehnt, Talos. Ah, Hund! Und die Ziege kommt gleich angerannt. Ich danke dir, Ikaros. Echt jetzt? Schade. Okay.
können sich nicht... Du musst da was aufheben. Ja, ihn. Achso. Aber du sollst da irgendwas untersuchen. Achso, nee, es ist das Gebiet. Ja, Untersuchungsgebiet. Okay. Ja, hat sich schon. Schlechte Nachricht. Das Lager finden wir leider erst in der nächsten Folge. Also, dann wünsche ich schon mal ein bis denne. Und ja, Vogel. Vogel? Vogel. Tja, Vogel mag dich nicht. Vogel, komm, tschüss sagen. Ich höre dich doch. Okay, Vogel spielt noch ein bisschen mit den... Armviecher, die hier rumliegen jetzt mittlerweile. Bis dann. Ciao.